So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Ihr seht das schon, dass ich da gleich mal eine neue Nebenmission habe. Let's go. Outrider, wer hat dir das angetan? Outrider, wie? Zeig her. Es könnte zu einer richtigen interessanten Story führen. Sahidi, ich habe einen Outrider gefunden. Wurde er erhängt? In seinem Abschiedsbrief steht was von einem geheimen Outrider-Versteck. Er hatte einen Schlüssel, den er einer gewissen Lucy gegeben hat. Lucy? Aus Trenchtown? Kennst du sie? Tja, nicht wirklich. Also nein, warum? Du? Ich glaube, ich weiß, wo ich suchen muss. Oh, bin gespannt. Ich nehme mal an, das ist wieder ein neuer Charakter, der wieder stirbt. So ein Gedanke, nur so ein Gefühl. Irgendwie kapiert jeder diesen Horns-Game. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, Nerf-Battle ist geil. Klassiker einfach. Ullala, dafür würde ich dir einmal einen Zehner zahlen. Schon gut, ich tue dir nichts. Passiert. Ein Veränderter. Für mich seht ihr alle gleich aus. Er hat die Tür aufgebrochen und Monique verschleppt. Scheiß Veränderte, nehmen sich, was sie wollen. Ist es so gut? Ich bin nicht so. Wirklich? Aber ich bin so. Ich bin Lucy. Ich mach's dir auch schmackhaft. Bruder. Vorher aber über dem Rehan, die ist das Edison. Jetzt mache ich sie schmackhaft. Wieder. Nice, nice, nice. Weißt du, wo sie hin sind? Er hat Monique Richtung Trümmerzone geschleppt. Will gar nicht wissen, was ihr passiert ist. Du bist Lucy. Kennst du vielleicht einen Typen, der hinter einer Luke mit einem Outrider-Symbol lebt? Outrider? Ja, ich erinnere mich. Hat mir was dagelassen. Einen Schlüssel mit dem Outrider-Symbol. Weißt du was? Finde Monique für mich. Und er gehört dir. Wer weiß, was dieser Veränderte ihr antut? Das ging jetzt aber einfach. Ich kann mir helfen, wenn ich den Schlüssel des Outriders haben möchte. Und wir haben schon wieder ein Tagebucheintrag. Schumi, schumi. Geht schon wieder weiter, geht schon wieder weiter. 100.000 Tagebucheinträge. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber wir haben's. Das ist wichtig. Alter, wenn ich schon wieder sehe, oder, dass irgendwo ein Gesuchter ist. Scheiß fucking Gesuchte! Ist zwar nur Stunden her und ich hab dazwischen gut gegessen und geschlafen, aber dennoch. Das sind sowas von Arschlöcher. Wahnsinn. Die Gesuchten, die. Das ist. Da haben sie wirklich einen schönen Schwierigkeitsgrad gemacht. Das muss man schon lassen. Das muss man ja noch lassen. Da haben sie wirklich einen guten Schwierigkeitsgrad gemacht. Ach Gott sei Dank bin ich eh richtig. Jetzt habe ich mir schon gedacht gehabt, ich bin ein bisschen fehl am Platz. Boom, Spooky, du dahin, ich weiß eh, dass es wüst. Wieso geht der nicht mehr? wieso geht der da nicht mehr? Ui, sexy, gleich mal wie das Violettes. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Schadensmäßig. Haben wir irgendwie mehr erwartet. Aber das kommt ja noch. Aber trotzdem 80 Schuss. Ist schon sexy. Ach du Scheiße! Okay, nur 40 Schuss, aber... Verfickte 2000! Oh, Brudi, nie wieder arbeiten gehen! Was? Boah, das wär's. Ich bin mir nicht so... Ja, ich denk's mir grad, Abwarten. Lieber abwarten.
Okay, man merkt aber schon wenigstens mal den Schaden. Das ist schon mal das Gute. War schon feini. Falls irgendein Spaß meine, muss herkommen. Ah, shit. What? Bevor ich da noch irgendwie mehr gehe. Er macht mir eindeutig zu wenig Schaden, die Waffen. Wenn ich mir so die Gegner anschaue und dann die anderen, also die andere Waffen dann in dem Fall. Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht in der Kombination mit der anderen Attacke könnte vielleicht gar nicht so zwider sein. Ja, Bibi fein, Hauptsache hier sind's. Aber dennoch. Ja. Die Waffe ist geil, schöne Präzision. Also wirklich, definitiv schöne Präzision. Aber. Ah, die macht mir zu wenig Schaden. Die macht mir eindeutig zu wenig Schaden. Weißt du, im Ernstfall, ja, nehme ich es auch gern. Ja, ist kein Problem. Aber du siehst halt einfach den heftigen Unterschied. Das ist ein richtigen heftigen Unterschied. Und das ist halt dann das Entscheidende. Also mir, Toni! Servus, Christi! Servus, Burli! Du hast selbst zum Essen gekriegt und jetzt wollte ich es gar nicht mal mehr aussehen, Alter. Aus dem Balkon. Du Hund! Jetzt passt schon wieder Aufmerksamkeit, oder was? Was gibt's denn in der Nacht? Ein bisschen Gruppenkuscheln. Naja, in der Nacht ist gut gesagt. In der Nacht ist wirklich gut gesagt. Ich weiß nicht, wann ich aufhöre. Ich weiß fix nicht, wann ich aufhöre. Es wird gezockt. Also, mein Plan ist so 25, 30, mashallah, können wir schon werden. Überhaupt kein Problem. Und sogar noch das Erbe. Ui. Kaffeepause-Time. Das ist das Gegenteil einer Willkommensfußmatte. Wenn ich mir das schon so anschaue, bist du deppert. Aber nette Hitten. Nette Hitten, das muss man schon sagen. Ich sagte, ich habe keine Lust mehr zu putzen, zu spülen, zu waschen und die Leichen rauszuschaffen. Und immer das viele Blut an den Klamotten. Glaubst du, das geht so einfach raus? Aber ich finde das immer so geil. Also irgendwie so mittendrin irgendwo in der Welt, aber doch irgendwie ein bisschen abgrenzt. Hallo? Lüle? Mach hier immer alles blitzblank und du trampelst rein voller Blut und Gedärm. Jemand muss doch auf dich aufpassen. Ach, ich bring den ganzen Arschlöcher da draußen um. Die Füße küssen vor lauter Dankbarkeit. Ich hab dich aus dem verdammten Buch geholt. Da kann man ruhig mal Danke sagen. Dankbarkeit? Wie oft hab ich für dich schon die Beine breit gemacht und nichts Fresse, davon gehabt? Hör auf zu meckern. Alles, was du kannst, ist meckern, meckern und meckern. Brauchst du vielleicht geil. Ihr Krise oder was? Soll ich das wissen? Noch so eine veränderten Fresse. Danke. Was? Du mich retten? Halt! Wenn du näher kommst, mach ich dich fertig. Ja klar, zieh dir aber erst die Hose hoch, die dir an den scheiß Knöcheln hängt. Sobald ich das gemacht habe, lauf ich sitze hier bloß rum und putze und du bist immer in... Gib mir ein... Was war das? Also von dir kriege ich immer keine Information. Ich sollte wenigstens zu Lucy gehen und sie beruhigen. Ja. Ich hab's mir jetzt irgendwie schlimm erwartet, wenn ich da ankomme. Irgendwie. Ich hab mir gedacht, kommt da jetzt krieg ich so richtig einen in die Fresse. Nein. Nein, nicht mehr annähernd. Sogar das Gegenteil ist eigentlich. Ich hätte schwer gehört, dass ich jetzt einen irgendwie aufs Maul krieg. Irgendwie eine schwere Mission jetzt hinter mir habe oder sonst was. Also war ja voll easy. Also beschweren könnte ich mich da eher weniger. Ah, da ist die Kiste, die was ich damals einmal gesehen habe.
wo ich mir schon gedacht gehabt habe, aha, interessant. Aber es wäre natürlich interessant, ob ich zu denen auch mal wieder dann zurückkomme. Einfach noch einmal kurz Quatschi machen. Vielleicht lässt es, vielleicht reden sie dann nächstes Mal mit mir. Glaube ich zwar eher wenig, aber vielleicht sind sie allein. Wenn du mal geschaut gehabt, tagebuchmäßig oder sonst was, ob was am Start wäre. Ja, dann würde ich mal sagen, zurück mit uns. Da haben wir auch schon vieles gefunden. Bist du narrisch? Wenn ich mir überlege, oder? Dass am Anfang eigentlich alles zu war und jetzt war ich schon wieder offen. brav. Waren wir schon wieder brav. Ja, und jetzt mit den ganzen Jägermissionen und Gesuchten und alles, das fesselt einen. Gerade die Gesuchten, bist du deppert. Die Gesuchten sind aber wirklich, boah, die sind hart. Die sind richtig, richtig hart. Da ist wirklich das Verzweifeln am Start. Wieso denke ich jedes Mal an Lucycat? Immer nur am Jaxeln. Hab sie gefunden. Ist nicht in Gefahr. Sie lebt glücklich und zufrieden. Echt jetzt? Nein. Sie treibt den Kerl in den Wahnsinn. Okay, das klingt nach Monique. Ich hatte so Angst um sie. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann. Ui. Also der Schlüssel. Ja, klar. Nee, komm mal zum anderen Angebot. Sprach, er würde mich ewig lieben, dass er dann an seiner eigenen Kotze erstickte. Oh, gut zu wissen. Er erzählte verrücktes Zeug über einen vergrabenen Schatz. Irgendwas von den alten Outriders. Keine Ahnung, wo ich suchen sollte, aber hier. Hm. Wenn du einen echten Schatz findest, bring der guten alten Lucy auch was mit, ja? Ja. Wir würden dir was mitnehmen. Bei der Schatzsuche. Sicher nicht hier. Schon was finden. Der alte Steinbruch könnte ein guter Ort zum Suchen sein. Steinbruch müssen wir sowieso hier. Gut zu wissen. Aber das ist dann schon mal Mission. Sind wir überhaupt schon bereit für unseren Steinbruch? Ja, mach mal. Machen wir mal eine Mischung aus die Mission und dann das, die andere.